Leute, willkommen zur nächsten Folge von F1 23. Heute mit dem großen Preis von Italien. Qualifying bin ich gefahren. Runde war okay, aber da wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen. Und ich habe folgendes in Auftrag gegeben. Und zwar, muss gerade gucken. Ja, die Heckflügel-Oberklappe. Moment, ich will mal gerade gucken, wann das ungefähr fertig. Ah ja, 18. September. Was haben wir jetzt für ein Datum? Kann ich das hier irgendwo sehen? Na, jetzt im Moment gerade nicht. Na gut, können wir später nochmal reinschauen. Komponenten gerade einmal kontrollieren. Ja, wir haben frische Komponenten drin, weil in Monza brauchen wir Leistung. So, dann blende ich euch jetzt einmal die Quali-Runde ein. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Verstappen, Norris, Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Albon, Drugovic, Stroll, Tsunoda, Bottas, Joe, Magnussen, Hülkenberg, De Vries, The Governor und Theo Pourchaire. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. So, wir halten die Stellung in der letzten Startreihe. Mal schauen, was da geht. Auto-Einstellungen. Voreinstellung 5 müsste Top-Speed sein. Ist in Monza auch wichtig. So. Runde 9 geht's an die Box, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ah, Mann. Ja, ich habe das Problem, dass manchmal das Force Feedback nicht da ist. Das ist echt nervig. So ein bisschen unorthodox, aber macht nichts. Alter. Das knubbelt sich hier teilweise auch echt zusammen, muss ich sagen. Na gut, haben uns schon mal nach vorn gearbeitet. Ah, Magnussen zieht schon ordentlich an. Er wird wahrscheinlich vorbeigehen jetzt. Ja, die Linie in der Parabolika war jetzt so ein bisschen schwierig. Okay, wir können schon mal uns von Zhou zumindest ein bisschen absetzen und gleichzeitig hier einigermaßen mithalten. Also, ich wieder Zeit für DRS-Train.
Nehme ich aber gerne mit. Ja, jetzt reißen wir schon wieder ab. Ah, ungünstig. Ja, die anderen kommen jetzt natürlich wieder näher ran. Und Ju geht vorbei. Ah, fahr doch. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. So, ich trete wieder an ihn heran. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,5 Sekunden. Oh, zu dritt jetzt in die Schikane. Ist aber noch mal gut gegangen. Und da vorne wird gefeigtet. Können wir langfristig vielleicht davon profitieren? Wir werden es sehen. Ha, Parabolica ist so ein bisschen Schwachstelle bei mir. Da greifen zwei Leute gleich an. Die beiden Haas. So, der Klüre gibt nach, habe ich gehört. Okay, es ist gut gegangen. So, jetzt müssen wir uns in der Parabolika einmal zusammenreißen. Ja, so ist gut. Kommen immer noch ein bisschen schneller raus, die anderen, aber wir fahren zumindest nicht hoffnungslos hinterher. Alter, die Haas wollen es wissen. Ich merke das. Oh, die fahren zu dritt rein. So wie wir. Leute, bitte. Ah! Okay, nochmal. Also das dritte Durchfahren scheint möglich zu sein. Aber Magnussen hat jetzt natürlich profitiert. Alter, ey. Was ist hier los? Ich versuche meinen Angriff auf Stroll. Könnte klappen. Ja, ja, ja. Er verteidigt aber sehr hart. Okay, nochmal. So, Stroll verteidigt. Aber wir gehen trotzdem vorbei. Fürs Erste haben wir ihn. Aber er könnte gleich wieder kontern. Er setzt schon an. Kann ich jetzt vielleicht seinen Windschatten so ein bisschen benutzen? Ja, klappt einigermaßen. Er hängt uns zumindest nicht gnadenlos ab. Oh, Hülkenberg wird langsamer. Ja, Hülkenberg und Stroll sind sich jetzt nicht ganz einig. Kann ich vielleicht von profitieren? Aber ich gehe jetzt nicht zu dritt rein mit denen. Komm schon, Nico. Drück auf die Tube. Du hast das deutlich stärkere Auto als wir. Boah, was macht der denn? Ruhig bleiben. Dieser Rutsch hat uns jetzt auch was gekostet. So wie ich eben, ne? Alter. Komm. Los. Alles. Boah. Alter, es geht zur Sache hier. So, Box.
Ja, das war gut. Kann man nicht meckern. So, frische Reifen und wieder gut gefüllte Batterie. So, hier knobelt es sich wieder ein bisschen. Und wir lassen uns wieder ein bisschen mitziehen. Oh, da wird wieder gefightet. Ui, 2x2 sogar. So, ich habe jetzt nochmal ordentlich meine Batterie wieder aufgeladen. Ich würde gleich auf der Geraden vor der Ascari was versuchen gegen Magnussen. Boah, Zhou und Tsunoda sind sich nicht einig. So, komm, Butter bei die Fische. Ich merke, es reicht noch nicht ganz. Erstmal ausmachen, hebe ich mir für Startziel auf. Der Magnussen hat ja selber was. Wir reißen wieder ab. Er hat selber DRS von Zhou. Klar, dass das ein gewisser Anspruch wird. So, jetzt aber. Jetzt mische ich mich mal ein. Tsunoda. So. Ein Platz gut gemacht. Sehr gut. Ja, Verstappen ist ausgeschieden. Der steht jetzt da vorne. So, nächster Versuch. Wird wahrscheinlich nicht reichen, aber ich will mich gern ranhalten. Ja, Tsunoda natürlich sieht nicht ein, dass er hinter mir ist. Come on, geht da was? Ja, noch nicht ganz. So, hinten wird auch schon wieder angeklopft. Alter, was ist los hier? So, Hülkenberg kommt wieder. Jetzt muss ich mich, glaube ich, gegen ihn verteidigen. Mehr geht nicht. Oha. Ja, wenn ich so ein bisschen schilder und dadurch Zeit verliere, will ich das mit möglichst viel Gas wieder kompensieren. Natürlich geht das in die Hose in der Regel. So, nochmal alles rausholen. Ja, Hülkenberg macht das jetzt noch ein bisschen spannend. Komm schon, Zhou, rück DRS raus. Ich brauche das gegen Hülkenberg. Boah. Kleiner Kontakt. Ja, DRS bringt ja nicht viel. Zone bringt ja erst nach Startziel. Aber gut, wir haben es gerettet. Boy. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. War aber wieder super geil, muss ich sagen. Alter. Ja, heute war auch echt was los. In der Formel 1. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, das kannst du laut sagen. Ja, wir haben ein bisschen was gut gemacht und Theo auch. Ich kann mich nicht beklagen. Gut, das ein oder andere unlautere Mittel am Start, Boost. Aber egal, macht nichts. Wir waren ja mit zwei Rädern noch auf der Strecke, das muss man auch sehen. So, einmal nach Ressourcenpunkten gucken. Aeromoral ist immer noch hoch. Würde ich gerne ausnutzen, geht aber nicht. Was anderes vielleicht? Ja, Strapazierfähigkeit. Nee,
Gibt's auch nichts? Chassis vielleicht? Auch nicht. So, würde ich gerne noch eine Abteilung upgraden. Auch nochmal ruhig Strapazierfähigkeit. Machen wir hier mal Ressourcenpunkterzeugung. Einfach mal ein bisschen Geld investieren. Und Aktivitäten. Haben wir reichlich Zeit für. Das lasse ich weg. Ich würde sagen, was ist das Wichtigste? Triebwerkteamaufbau. Mache ich mal rein. Sponsorenwerbung Fahrzeug kann auch nicht schaden. Und Ausrüstungsupgrade für Triebwerk. Damit haben wir die Zeit auch vollständig genutzt. Dann schauen wir mal vor und schauen, ob alles klappt. Stopp. Was ich ja vergessen habe, wenn Ressourcen kommen, einmal anhalten und gucken, ob wir irgendwo investieren können. Und das können wir. Aber nicht hier. Also, Strapazierfähigkeit ist ausgelastet. Chassis haben wir im Moment nichts, was wir uns leisten können. Aero. Auch nicht. Okay, warten wir. Und es gibt ein Event. Rivalität. Kein Kommentar. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ich sehe schon Oscar Piastri. Was wollt ihr von mir? So, klappt auch. Oh nein. Schade. So, Frontflügel Gurney Flap. Machen wir nochmal neu. Wird erst nach Japan fertig, zwischen Japan und Katar. Na gut. Dann ist das eben so. Ja, jetzt haben wir eine hohe Triebwerksmoral. Würde ich zeitnah gerne ausnutzen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Wochenende in Singapur. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao.